So, meine Freunde, da sind wir wieder. Genau, der Angriff läuft weiter. Oh, hier sind wir etwas angeschlagen. Nichtsdestotrotz, weiter vorrücken. Mit bisschen mehr Geschwindigkeit, meine Freunde. Gewonnen. So. Müssen wir immer weiter vor. Und dann werden wir mal gucken, wie wir das hier alles machen. Was? Aufstand, Schweine. Auch noch da, wo ich keine Einheiten habe. Ah, Kritze. Das nervt immer so. Hm, wie machen wir das am blödsten? Panzerdivision irgendwo. Ja, eigentlich hier, aber nur. Hier, leichte Panzer. Ander. Truppen werden angegriffen. Blubli-bla. Aber wir rücken immer weiter vor, das ist sehr schön. Hä, nach da oben? Nach da, ja, genau. Meine Truppen erholen sich langsam, das ist natürlich schön, weil ja keine Truppen zum Kämpfen sind, also keine Gegner richtig. So, 1, 2, 3. Weiter. Zu niedrige Infrastruktur, okay. Dann brauchen wir hier schon mal uns nicht Sorgen machen. So, rücken wir mal weiter vor. Immer weiter vor. Ich habe ja, ich habe schon gesagt, gut, was machen die scheiß Aufständischen, die bleiben drin, das ist natürlich schön. Manchmal rennen die auch dann rum und dann dauert es immer so aufwendig. Am schlimmsten ist es immer, wenn wir in Russland eingenommen haben. Dann ist es am blödsten so hier, aber das läuft jetzt. Ich will gerade, wie groß ich den Kessel machen kann mit 60 Divisionen. Ach, Infrastruktur, also hier wäre jetzt die normale Front gewesen, hätten wir nicht den Pakt gemacht. Also hier auf der Höhe. So, also jetzt sind wir erst am Polens Ende. Hm. So, so. Soll ich bis Kiew das machen? Das wäre dann noch hier. Dann hier runter. Es ist schon ganz schön viel. Oh no. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, ach fuck, 24, 27, 30. 33, 36. 36? Wir haben... Wie viel nochmal? Sehr warm in meinem Zimmer. Also sehr warm bei mir, da kann ich nicht klar denken. 49, 36, das... Ach komm, das machen wir. Aber zu große Kette sind auch scheiße, habe ich gemerkt letztens. Das habe ich nicht aufgenommen. So, guck mal. Hier stellt sich der Gegner uns in den Weg. Warte, muss man ganz kurz hier die Tür anmachen. So. Aber die Schlacht wird trotzdem gewonnen werden. Gut, wir rücken weiter vor. Das ist natürlich schön. Können alle mal mitkommen. So, so, so. Wieso steht eigentlich die hier? Komisch. Ja, Gott sei Dank bewegen sich da nicht. Dann kann ich dann in Ruhe die dann vertreiben. Ganz schön langsam halt voran, oder? Kommt mir jetzt mal so vor, weil jetzt sind die Schwellenpanzer gleich da. Die Schwellenpanzer sind auch nicht die schnellsten, das muss man ja mal sagen. Wir haben nur noch 38 Mann. Ich habe vorher schon so wie Wildlandwirtschaft und hier... Ach, hier ist auch nicht einfach so. Und Dinge hier, also Technologien, die... das... mir wieder was geben. Halt, stopp, halt, stopp. Halt, stopp, habe ich gesagt.
ist ja nicht auszuhalten mit euch. Ja, schaffen wir locker. Ich muss dann, glaube ich, mal eine andere, die anderen beiden Panzerdivisionen durch, also anlassen. Verlieren auch immer nur minimal. Okay, sind auch sehr viele Panzer dabei, da sind echt viele Männer. Okay, also hier sind, hier kommen wir nicht durch wegen Infrastruktur. Was? Zwei Infrastruktur? Oh mein Gott. Kein Wunder, dass sie so langsam sind. Ich blick jetzt. Ach, ich denke, es geht schon in Ordnung, dass wir das hier machen. So. So, so, so. So, 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 so. Ich sehe ja gerade, wir müssen ja gar nicht hier schließen, weil Rumänien es ja automatisch schließt. Super. Müssen wir ja nur runterziehen. Gut, gut, gut. Jetzt drängen wir die auch hier rein, das ist natürlich sehr schön. Achso, wir müssen ja auch natürlich welche hier bleiben. Fast vergessen. Los, alle gleich weiter. Ja, jetzt erstmal ein bisschen warten hier wegen der scheiß Infrastruktur. Leichter Panzer rollen auch noch, aber was ist denn das jetzt eigentlich? Panzerkampfausführung 3. Ah cool, den gibt es auch bei Warhammer. Der schwere Panzer ist Panzer 4. Die Panzer 5. Und der normale Panzer. Ist ein Panther, cool. Die ist ja schön. Kamel ist groß, war schon Friedrich der Große und Tierpiez. Tierpiez, an die kann ich mir noch erinnern. Also aus Büchern und Reportagen. Hier müssen natürlich auch wieder hier bleiben. Ah, schön, ist ein scheiß Gefecht hier, ey. Minus 99. Ja, weil die hier gerade, weil wir uns hier gerade stapeln und hier genauso. Grütze. Naja, wir haben jetzt halt extrem Stapelzug 92, aber ich denke, das geht trotzdem in Ordnung. Dauert nur ein bisschen mehr. Die können wir ja gleich mal, ein bisschen zurückhauen. Die Zahlen sehen jetzt dramatisch aus, aber das dauert halt nur ein bisschen länger. Also wir nehmen jetzt hier nicht irgendwie mehr Schaden oder so. Hier sind die Flotte. Drei kommen bald dazu. Oh, ist das nervig. Ja, also wir haben jetzt zwar hier Stapelzug minus 92%, aber machen halt keinen Schaden. Also wir kriegen ja keinen Schaden. Wir machen aber trotzdem Schaden, also es dauert nur ein bisschen länger. Jetzt habe ich keinen Bock, aber nochmal alles von neuem zu machen, deswegen, also nochmal neu alles anzugreifen, deswegen mache ich jetzt einfach mal was soll ich sagen, lasse ich jetzt einfach so. Genau, hier könnt ihr vielleicht ein bisschen vorrücken, damit ich nicht das Problem habe, dass hier zwei Seiten Angriff kommt. Habt ihr es bald mal? Jetzt können wir doch ein bisschen warten. Noch mal hier so, Schlacht gewonnen. Ich habe jetzt aber mit der, hier mit den Panzerdivisionen an. Nehmen wir den nicht. Na komm. Hier, Panzer, Panzer. So, und dann kriegen wir gleich das Maul. Hier siehst du gewonnen. Und hier müssten wir auch locker durchkommen. Ach komm, dann gehen wir doch mal vor. So, so, so. Das läuft alles.
Na, die Infanterie sind auch bald fertig, dann kann ich die Panzer oben ablösen. Na komm, ja, die ist ein bisschen angeschlagen. So, jetzt haben wir es irgendwie mal geschafft hier. Das dauert hier schon ganz lange, aber die ziehen sich dann alle in den Kessel zurück. Das ist natürlich sehr geil. Und hier unten ist eine schwere Panzerdivision, die wir dann natürlich auch ausschalten. Das ist natürlich auch sehr schön. Und je mehr Kessel wir bilden, wir machen zwar immer nur im Vergleich zum Aufwand sehr wenig Landgewinn. Aber wir vernichten halt so viele Divisionen, dass irgendwann die Verteidigung an der normalen Front so schwach ist, dass wir einfach durchmarschieren können. Und das ist natürlich der Plan hinter dieser Kesseltaktik. Wieso dauert denn das so lange? Ja, durch die scheiß Infrastruktur hier. Echt Morks. Leipzig? Hä? Echt? Es gibt in Leipzig in Polen? Aha. Interessant. Es wäre mal geil, wenn die eigentlich mal hier ankommen würden, aber diese scheiß Infrastruktur dauert das halt so ewig. Gut, hier kann ich nichts von keinen Flankenangriff kriegen, beziehungsweise keine zwei Seiten, weil hier zu niedrige Infrastruktur ist. Ach komm, mach mal hin, Leute. Das ist nicht auszuhalten. Ah ja, cool, dann kann ich dir gleich mit hier reinhauen. Sehr gut. So, Aufständische sind auch bald erreicht. Boah, was haben die eigentlich für eine Polska geholt? Soldau. Mhm. Naja, werden die Panzer und die Infanterie kurzen Prozess mit denen machen. Kriegen auch wieder ein bisschen Mannstärke, ist natürlich sehr schön. Ah ja, ja, dauert halt Rotze. Oder Rotze, besser gesagt, Rotze. Theoretisch, wir hätten ja eigentlich unsere taktischen Bomber ein bisschen trainieren können. Ach, können wir ja auch machen. Bomben wir die ins Niemandland. Hab das bald mal. Ist ja nicht auszuhalten. Die haben gar keine Organisation, weil sie keinen Nachschub haben. Nachschubmangel 50, die haben überhaupt keinen Nachschub. Kann ich mit der HQ gegen die gewinnen. Also kriegen wir jetzt eine schöne Erfahrung. Dornier Do 17, okay. Geschafft? Nee. Meine Herren. Aber warte mal, ich will jetzt, ich bomb die jetzt einfach mal in die Steinzeit damit. Das ist was lustiger, kriegen diese Erfahrung und ja, und die Panzerdivision steht davor und dann werden die weggebombt und dann maschinen da einen einfach. Ich meine, die Panzerdivision wird mir jetzt nicht wehtun, dass sie hier fehlt. Was mir aber wehtut, ist, dass das hier so ewig lange braucht. Russland, ey. Ja, wir haben es geschafft, super. Cool, dann können wir jetzt endlich. Hier braucht man nur sehr wenig Verteidigung, weil wir hier den Rücken frei haben. Los, alle da rein. Ich mache jetzt erstmal gleich hier den Kessel runter, dann und dann gehe ich nach Kiew. Ich sage jetzt aber Kiew, wie soll denn das heißen? Ist das Kiew? Das kann doch nicht Kiew sein. Kiew ist doch hier oben irgendwo. Was? Nur eine Marinedivision? Die werden weggebombt. Lustig. Los, weiter. Beziehungsweise, ich warte jetzt mal ganz kurz, bis meine leichten Panzer hier sind. Großer Schlachtband, das ist natürlich sehr schön. Aber wir ein bisschen, haben wir Verstärkungswahrscheinlichkeit erhöht. Weil dann werden die leichten Panzer hier den Vorstoß machen. Ich meine, die sind auch kampfstark genug und schneller. Industrieproduktion, sehr schön. Blitzkrieg. Jäger, kleines Aggressionsradar. Das werde ich nochmal forschen für meine Zack, für mein Flugzeug. Oh nein, nicht KI Kontrolle, nicht KI, nein, 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 nein. Normal. Hat sich nichts geändert, Gott sei Dank.
Ich muss jetzt hier warten, weil wenn ich jetzt hier weitergehe, eh die hier sind, nehmen die mir jetzt wieder weg. Das ist unglaublich, diese scheiß Infrastruktur. Nicht so, das bomben wir sie immer weiter. Was ich aber stark gemacht. Wo sind die Erfahrungen da? Industrieproduktion verbessert, immer gut. Und die gleich in ein paar Tagen sind die Schlachtschiffe fertig, das freut mich natürlich. Erdölraffination, das ist auch sehr gut. Sie bringt immer mehr Truppen ran, das ist natürlich sehr geil. Wir forcen uns auch mal ein bisschen hier. Lufttorpedo. Ach, und wir warten. Ich mache ein bisschen schneller hier. Ich meine, jetzt kommt ja nichts. Bomben einfach, das ist natürlich sehr schön. Das sind ja die Angriffe irgendwie, warum auch immer. Jäger, Bomber. Einsatz von leichten Bomben, das ist für die Zaz. Ah, super, hier sind die Schlachtschiffe. Und die Infanterie, das ist natürlich auch sehr geil. Dann kann ich die Panzer hier ablösen. Wir haben Dreierblobs. Damit ich nachher nicht rumfummeln muss irgendwo. Ja, kommt irgendwo mein Vierer hier rein. Gut, die müssen ja erstmal reforcen. Ja, wir haben es geschafft. So, jetzt kann es losgehen. Und zwar leichte Panzer. Sind das hier, oder? Ne, das sind Panzer. Wo, wie ist das leichte Panzer? Das sind leichte Panzer, okay. Eins. Zwei, was haben die Flechtsbreite? Vier, okay, dann können wir drei angreifen lassen. Weil die normale Gefechtsbreite ist 10 und wenn 4, also es ergibt zwar 12, aber wenn, also 2 würden 8er geben. Und die dritte, die würde 12er geben, die quetschen auch immer noch rein, egal wie viel Platz da ist. Also wenn wir 10 Gefechtsbreite haben und mit 3 Divisionen angreifen, die erste 4, also gut Ordnung, die zweite 8, also auch die dritte würde eigentlich mehr reinpassen, die quetschen es aber immer noch rein. Deswegen 3 Divisionen. So, jetzt haben wir gleich ein Panzer, die hier schnell durchraschen können und das hier cutten können. Ich glaube, jetzt die Infrastruktur auch ein bisschen besser. Wir reforcen unsere Mannstärke auch langsam, das ist natürlich auch gut. Hier könnte man das auch mal aufteilen. Aber ich fasse erstmal alles zusammen, das wird natürlich alles noch nachher gemicrot, keine Angst. Und wie sieht's aus? Wurden sie weggebombt? Ja. Cool. So, leichte Panzer, dann ist auf dem Vormarsch. Na, hier vernichten wir auch nochmal so 20 Divisionen, denke ich. Ohne großes Risiko, eigentlich. Nationalschiene siegreich gegen Manchukuo. Das ist doch die Japsen-Dings da. Japsen darf man ja nicht sagen. Das Protektorat von Japan. Oh mein Gott, Japan löst ja übelst ab hier. Hier haben sie zwar noch, aber jetzt haben sie hier so einen Korridor. Komisch. Die China hätten sie eigentlich einnehmen sollen. War eigentlich der Plan, haben sie auch eigentlich auch glaube ich, gemacht. So, sind gleich da unsere leichten Panzer. Ja, voll. Oh, okay, schwere Panzer gegen leichte Panzer ist natürlich nicht so geil. Aber wir haben ja hier was Nettes. Aber wir brauchen natürlich auch noch Abfangjäger, merke ich gerade. Wir sind die stationiert. Hier oben, die müssen wir durch den Abwurf, dann haben sie den jetzt. Jawohl, müssten sie ja hier. Hier kommen müssen. Genau. Ich glaube, das auch jetzt bomben wir die schweren Panzer in die Standzeit. Wenn die einmal jetzt mal ausgeschaltet sind, also die Organisation verloren haben, dann werden wir dem auch jetzt nicht mehr gefährlich im Rest des Kettles. Sie können schon mal vorrücken. Bombe jetzt gerade die Panzer. Während meine leichte Panzer jetzt schon gerade vorrücken. Jawohl, Infanterie. Achso, haben wir doch noch ein bisschen. Warte mal, dann können wir ja.
Hier sind wir noch vier, genau. Kann man die mal gleich so machen? Noch ein neues auf. Jawohl, hier sind auch noch welche. Es reicht auch wieder mit dem Bedarf alles. Jetzt können wir hier das alles produzieren. Ich habe aber kaum noch Männer für neue Projekte. Schiffe könnte man noch. Vier schwere Kreuzer, würde ich sagen. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Was sind wir schon wieder verfolgt? Oh fuck, da habe ich. Oh fuck, da habe ich einen vergessen. Mhm. Wir machen jetzt einen Blödsinn. Haben die Wohnung auch gerade angegriffen. Leichte Panzer. Gibt ja leichte Panzer. Irgendwo leichte Panzer. Scheiße, habe ich keinen leichten Panzer hier drin. Dreck. Ja, hier schwerer Panzer zusammen mit hier. Ich glaube, die werden jetzt das verlieren, aber das ist nicht so schlimm, ey. Die rücken weiter vor. Der wird hier. Außer halt der englische Panzer, der kommt doch mit vor, warte. Hier, du greif mal mit an da. Guck mal, schön. Haben keine Organisation mehr, diese schweren Panzer. Das an, die anderen können ja mal auf die anderen schweren Panzer draufhauen. Oh ja, jetzt haben wir hier den Cut, aber. Also wir wurden gecuttet. Das sollte aber kein Problem darstellen. Wenn die leichten Panzer, die preschen halt zu schnell vor. So, wir haben gewonnen. Hier will ich nur noch mal einen haben. Beziehungsweise hier genauso. Was habe ich denn hier schon für eine Scheiße gemacht? Na. Ja. Sag mal, hackt's hier irgendwie? Zwei. Drei. Vier. Der geht noch mit hoch. Und der grassiert weiter, beziehungsweise... Du... Was soll denn der Scheiß? Hä? Habe ich nur noch so... Ach, hier ist der ganze Rest. Okay. Ich habe mir jetzt gerade irgendwie echt eine Panne erlaubt hier. Aber shit happens. So, Hilfflugzeuge Doktrin. Das ist natürlich sehr schön. Und was hatte ich noch? Irgendwas anderes hatte ich auch noch erforscht. Genau, das Radar. Alles weg, jetzt machen wir das noch für die Gleitschiffe einmal. Ah, das wird schon für die Gleitschiffe gemacht, okay. So, jetzt noch Doktrin für die Flugzeugträger. Zack, Diensteffizienz, das ist eigentlich ganz geil. Doktrin, Ausbildung, Kreuzerbesetzung hätten wir nochmal. Organisation und Moral, was bringt denn die an, das nochmal? Positionierung, gut, dann machen wir das nochmal. Und Flugzeugträgerpositionierung, dass die uns ja nicht geschaltet werden. So. Hier bleiben jetzt 1, 2, 3, 4. Das geht weiter, ihr geht weiter. So läuft das jetzt hier. Und hier schrotte ich auch wieder schön. So, und das ist wieder ein schöner Kessel hier. Vielleicht nicht mit ganz so vielen Einheiten, aber es reicht auch wieder, um wieder ein bisschen die Front zu lockern.
drücken, weil vor HQ kann nichts tun. Und Rumänien bietet einen schönen Kessel, den wir hier nicht besetzen müssen, weil sie ja sich hierdurch nicht durchziehen können, weil Rumänien neutral ist, beziehungsweise eher zu mir geneigt ist. Die sind auch gleich wie Force, die werde ich dann auch noch aufteilen. Oh, es passt ja genau. Nee, habe ich mir gerade irgendwie vertan, dass ich jetzt aber nur so wenig ausgewählt hatte. Weiter geht's, meine Herren. Letzte Station wird befestigt. Ich kann ja schon mal Angriff führen. Ist auch niedrig, okay. Das ist eigentlich viel zu viel. Ah, hier bin ich mit dem Fluss ein bisschen schlecht, aber es geht schon irgendwie. Hier auch. Ich denke, das geht in Ordnung, weil hier fehlt es auch extremer Nachschub. Gerade die ganzen Gegenangriffe, weil wir gecuttet haben. So, jetzt greifen wir von hier auch aus mal an. Ja, der Gegenangriff ist vielleicht nicht so geil. Wieso, was ist denn hier? Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Ach, war jetzt, weil wir einen Stapelabzug haben. Nee, gar nicht. Ich weiß nicht, von wo hier die Truppen kommen. Achso, von da außerdem auch noch, okay. So. Läuft. Einfach mal so vernichtet hier alles. Ah, hier unten sieht es nicht so gut aus. Die sollten das aber trotzdem alles schaffen. Tausende Textfenster. Und immer weiter folgen. Schnell möglich den Kessel zu machen. Also zu machen, zu ist er ja schon, aber schnell möglich die Einheiten da drin auslöschen. So. Keine Chance haben sie. Das ist noch wie Forst, sehr schön. Werde ich die nächsten Kessel dann machen, dann hier und dann hier und dann arbeiten wir uns runter. Ich glaube, ich müsste eigentlich mal ein bisschen Punkte bei Diplomatie. Mann. Mal jetzt einfach mal hier ich brauche ein bisschen diplomatischen Einfluss. Findet ihr was? Jawohl, die macht das so. Aber kein Offizier, gut. Jetzt mache ich's wieder. Das war natürlich Mist. Wir brauchen nämlich
Ja, wie hier brauchen wir schon. Ich muss ganz kurz gucken, wie ich das wieder einstelle, weil dann sinkt hier die Offiziersrate hier und das ist das richtige Grütze, weil die brauchen wir für die Organisation. Also 140, haben 140% Organisation. Wenn die runtergeht, dann verlieren wir immer mehr Organisation, obwohl wir gar nicht kämpfen. Und dadurch verlieren wir immer mehr immer mehr Kampfkraft. Muss ich mal oben den Regler im Auge halten und gucken, wie ich das dann mache. Ich hoffe, dass ich das auch alles gerade ändern kann, nicht, dass ich hier jetzt irgendwie gerade verkacke. Nur deswegen. Weil es wäre richtig großer Müll. Ich muss sagen, das ist aber echt ein Kritikpunkt, dass halt die Steuerung, wenn das zum Beispiel kriegt, also ich krieg's nicht mehr hin. Wenn man einmal hier auf so einen Regler klickt, um ihn zu fixieren. Oh nee, jetzt hat hier auch was, was ist denn jetzt los? 40 Verstärkungen, wir brauchen 40 Verstärkungen hier. Dann wenn ich hier einmal hier fixiert habe, dann kriege ich die nicht mehr los. Das ist echt kacke. Wenn du ja eine Lösung weißt, dann sag mir das bitte. Was ist denn hier los? Hä, ach, diese Zahlen, die drücken immer sowas von, ey. Hier, und dann sieht man mal ganz schnell, dass hier einer ausbricht. So. Ah, ich werde angegriffen. Ach, weil jetzt im Kessel einen Kessel gemacht habe. So. Die versuchen noch auszubrechen, das werden wir natürlich verändern. Siegreiche Schlacht von Lowo. Wir haben die Schlacht von Lowo gewonnen. Die Belagerung von Lowo war eine Schlacht zwischen polnischen, russischen und deutschen Truppen um die Kontrolle der Stadt Lowo. Sowjetische Spitzen, oh mein Gott, wurden nach einem kurzen Gefecht zurückgeschlagen. Russische Truppen erschlossen die Stadt nach Stadt ein und nahmen Verbindung mit den Deutschen auf, die die Stadt vom Westen belagerten. Die deutschen Kommandeur schickte einen Unterhändler und verlangte die Übergabe der Stadt an Deutschland. Als die Polen diese ablehnten, wurde sie informiert, dass der Generalangriff für Ende 21. September geplant war und die Stadt sicher gestürmt werden würde. Aber am 20. verließen die Deutschen und ihre Position im Westen und Süden der Stadt, die von russischen Truppen besetzt wurde. Am 20. September 1939 wurde die Kapitulation unterzeichnet. Okay. Also versuchen die ja schon wieder auszubrechen, das ist natürlich mal kurz, ne? Das ist dumm, die Ziele ist... Ne, also die werden jetzt hier vernichtet. Und hier nehme ich die letzten... Hä, was ist denn hier los? Hier kommt so ein... Oh fuck, hier kommt so ein Kessel. Die um alle Macht versuchen. Hier den Kessel zu verhindern. Diese aufzubrechen, damit die raus können, aber das habe ich gerade noch so verändert. Ja, wenn die sie jetzt hier zurückgehen dürfen, dann kotze ich aber. Ich glaube, die war das war's jetzt hier. Nee, doch nicht. Ach, jetzt schlüpfen die in Ungarn oder. Schweine. Ungarn ist ja wie heißen die hier? Der Kommentaren beigetreten. Hä, wer greift mich denn hier an? Na hier, dann sollen die mal kurz Lücke schießen. Die, aber die können jetzt hier von hier aus zurückziehen und trotzdem... Ja, ich kann alles machen außer einen Hafenangriff. Nichts machen außer einen Hafenangriff, ja klar. Ich lasse sie mal hier reinziehen und dann...
Ja, so. Hätten wir den Gegenkettel auch geklärt? Und jetzt müssten wir eigentlich Rumänien. Zur Fraktion einladen. Kurz uns einen diplomatischen Einflusspunkt. Das ist immer so dumm, okay. Ja toll, ich will aber hier die Offiziere, ich weiß nicht wie. Ich brauche doch Offiziere. Es geht jetzt glaube ich langsam zurück. Es werden täglich null neue Offiziere ausgebildet. Das heißt, die ganze Scheiße umsonst gemacht. Okay, aber ich denke, das reicht jetzt mal für die Folge. Der Kessel war eigentlich erfolgreich. Ja, und hier seht ihr schon, hier ist nur ein bisschen Infanterie noch gedöns hier. Ja, gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Haut rein. Ciao.